Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Die Streamer-Challenge ist vorbei und das war für mich auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Da sind natürlich einige Stunden an Raid-Time draufgegangen und vieles passiert. Und ich habe euch hier mal die Highlights der Streamer-Challenge, zumindest aus meiner Sicht, hier in dieses Video gepackt, weil wahrscheinlich einige auch gar nicht die Zeit hatten, sich die Streams oder die ganzen YouTube-Videos in voller Länge zu geben. Und deswegen hier noch einmal schön kompakt die Highlights zusammengepackt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei. Ich möchte an dieser Stelle auch gar nicht weiter lange babbeln. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Danke euch fürs Zuschauen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Scavarino oder Spieler? Mit der Taschenlampe. Weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Okay, ich glaube, das war leider ein PMC. PMC bringt mir nicht wirklich Punkte. Swoops. Level 17. Ja, bye. Na klar. Oh my god, we can be friends. There's a lot of ammo in this. Es tut mir leid für den Dude, aber ich brauche die Punkte. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Die sind ernsthaft Exit-Camper as fuck. Hier ist einer. Scav. Da ist der scheiß Camper da hinten mir tatsächlich hinterhergelaufen. War bloß komisch, dass er genau in der Schusslinie gewartet hat, wo er den Exit mit dem Car und rein theoretisch auch den No-Backpack so ein bisschen im Auge hatte. Und jetzt rennt er mir halt auch noch hinterher. Jeder spielt das Spiel unterschiedlich. Und ich sag mir selbst, bevor ich sterbe und nie wieder aufstehen kann, gehe ich lieber auf Nummer sicher und warte, ob er einen Fehler macht, als dass ich mich in die Scheiße reinstürze. Er rennt raus, okay.
Ich schaff's nicht raus. Ach, was ein Ficker, Alter. Er hat bis zum Ende da gehockt, das muss man sich halt mal reinziehen, ganz ehrlich. Ja, ich hätte früher losrennen sollen, dann hätte ich den anderen Typen, aber er hat nur auf mich gewartet. Er hat den anderen Typen nicht angeschossen, aber ich glaube, das war ein Scav-Player. Das war mal richtig für den Arsch. Das ist ein Scav. Oben rechts. War kein Scaffer, ein Spieler. Kopftuch. Ich hätte nur Backpack-Exit nehmen sollen. Scheiß auf die eine Weste da. Okay. Du kannst 5 Monate frei haben, glaub mir. Ersten Tag, wo du frei hast, ist gefühlt schon der letzte. Der links hat mich irritiert. Habt ihr den im Augenwinkel gesehen? Ah, deswegen bin ich rückwärts gegangen, ich Idiot. Ich hätte einfach draufhalten sollen. Die können wir eigentlich auch mal einfach unter den schmeißen hier. So. Wenn wir die aufziehen, dann kriegen wir sie wenigstens wieder, wenn wir sie schon nicht mitnehmen. Wir bringen Spieler nix. Level 58 OP-Killer. Sorry, dude. Ja. Ganz normaler Scav. Mich einfach weg. Ach komm.
Nope, 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 nope. Ach komm, ich war schon 10-mal ums Eck, du Hurensohn, Alter. Da, umgefallen, als ich schon um die Ecke war. Was ist denn das für ein Desing? Und warum habe ich den nicht erschossen? Auf die Entfernung. Wo habe ich denn hingeschossen? Hat die Scheibe die Kugel aufgehalten oder was? Ich wollte es wenigstens probieren, auch wenn es mit der Pistole wahrscheinlich eher einseitig ist. Mid-boy. Ach man, Mid-boy. Komm, er hockt hier oben wie ein feiges Stück Scheiße. KBP, SPP, Poland, Junge. Komm, seh zu, dass du dir Finger im Po steckst und Dresden, Alter. Das waren zwei Spieler. Ich hab noch nicht mal einen Scav getötet. Ich wusste es. Die mussten auch unbedingt unten reingehen. Sie hätten nicht einfach nach oben laufen können. Den habe ich wenigstens mitgenommen. Aber es bringt mir keine Punkte. Es bringt mir halt einfach keine Punkte. Ich sage noch, ich habe eine Killerweste an, ich müsste eigentlich direkt am Anfang sterben. Bam! Da war es wieder. Oh, fuck. Im Sandwich. Ich musste im Sandwich spawnen. Es musste das Sandwich spawnen sein. Hier, steckt euch gegenseitig den in den Arsch. Also ganz ehrlich. Fick dich! Nee, Alter. You.
закончились, пацаны! Lol, was ein Abfuck, ey. Alter. Ach, Tagila hat mir den Nade auf mich. Mein Gott, Tagila, hättest du mir wenigstens eine Chance lassen können, oder? So ein bisschen. Das sind fucking nochmal zwei Spieler, die da blöd rumstanden. Oh mein Gott. Ich höre hier was. Scheiß drauf. War nur ein Scavarino, glaube ich. Ja. Lol. Was ein Sack, ey. Steht er da hinten in der Ecke? Dann habe ich doch den steppen hören oben. Ich bin aber auch gerade so drauf gewesen, dass der Typ nicht mehr schießen kann, weil es hat eben geklickt und ich dachte, er hat keine Muni mehr. Deswegen bin ich so frontal auf ihn zu, würde ich normal gar nicht machen, aber das hätte mich auch fast das Leben gekostet gerade. Hätte ich keine 5er Armor an, wäre ich platt. So, was bringst du mir mit? Ach du Heidi. Level 1! Level 1! Boy, why? Hier kannst du alles wieder haben. Ach dude, ey. Mich verarschen? Ist er? Er hat mir einen Stinkefinger gezeigt. Das war ein Spieler-Scav. Ach man, deswegen hat er so akkurat getroffen, Alter. Ich dachte, das sind ganz normale Scavs, die da gerade rumgelaufen sind. Scheiße. Una ein Gast. Ja, ich war unvorsichtig. Ist halt so. Level 1 Bier. Darfst du halt auch keinem erzählen, ne? Alter, diese Knarre. Habe ich was vergessen an den Attachments? Also die hat eben nicht so verzogen wie jetzt gerade, Alter. Herzlich willkommen bei Gunshot. Hier lernen Sie zielen, nicht.
бабка ебаная, ебашь внуки парика! War ein Kack Raider. Oder was? Das Ding ist, wo sind die anderen? Spawnt hier dich doch nicht nur ein Raider. Da hinten sind welche. Oh mein Gott. Ich habe 3 Guards getötet. No! Das sind die Guards von Gluha. Gluha ist hier noch irgendwo in der Nähe gewesen. Spieler. Ja, sorry, Dude. Brusher. Brusher, tut mir leid. Ich dachte tatsächlich, du bist vielleicht noch ein Raider oder irgendwas. Also, dass du jetzt als Spieler da noch warst, habe ich überhaupt gar nicht erwartet. Sollen ruhig weiter hier reinkommen. Kein Problem. Don't worry, your English is good. I'm Romanian for a fact. So you probably start hate me now. No. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass da noch ein Spieler reinkommt, sondern ich kann so froh sein, dass er meinen Kopf nicht getroffen hat. Oh, no way. Level 62. Okay. Dann würde ich sagen, einmal rüber. Подмогите!
Wo ist denn die Granate hingeflogen? Ach, das war links der Spieler. Rechts der Scav hat mich gar nicht getötet, da kam links ein Player-Scav an. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass diese Nate, die ist geradezu auf mich zu. Ich bin rechts in die Ecke und ich dachte, Junge, das packst du. Nope. Vielleicht hat Mr. Nice Guy ja was zu essen dabei. Ja, zu trinken. Yes. Эй, земляк! Ihr haut euch jetzt alle gegenseitig in die Fresse. Und wer übrig bleibt, der kriegt die Bohnen. Aha. Sorry, leider keinen guten Loot. Mini, kein Problem, Alter. Ich brauchte bloß was zu trinken und das hast du mir gebracht. Danke dir und sorry, falls ich dir irgendwas versaut habe gerade, aber ich suche nur Scavs. Mehr ist es nicht. Habe ich einen Nate? Ja. Ah, da bist du. Waren das alle hier? Empty. Ups. Okay, da ist einer. Ich sehe ihn aber nicht. Das ist zu weit weg. Wo ist Shimmy Capco? Da. Suka, jobnuli nashu. Beruhig dich. Они обижу, выходи. Hinter mir war auch noch einer. Bist du? Da. Ja, ist gut. Na komm. Da ist noch einer. Okay, das kenne ich hier nicht. Shit. Oh no way. Bin ich jetzt hier im neuen Bereich? Wo bin ich? Keine Ahnung, wo ich bin, Alter. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß es einfach nicht. Ich bin irgendwo im neuen Bereich, glaube ich. Also im neuen Bereich. Auf jeden Fall, das ist hier so die Zone. Hier bin ich das erste Mal überhaupt gespawnt. Tut mir gerade ein bisschen leid für den Dude, der dann doof in mein Lucky Spray reingerannt ist.
Okay. Karma. Sniper Scav oder Spieler? Sniper Scav, wa? You're such a rat. Don't be mad. I didn't know where I am. What's your problem? That was my first spawn in this area. I just was looking on the street to know where I am, and then you came from the left side and ran into my front. So what should I do? Let you pass? So, mich hat irgendwas beschossen. Von hinten, glaube ich, war es nicht. Ich glaube, es war vorne durch die Scheibe von der Tür. Level 10. Sorry, Dude, Alter. Schmeiß deinen ganzen Scheiß weg. Meine Güte, ey. Er hat einfach nix angehabt. Kein Sound gehört, nix, gar nix. Egal, letzte Raider hat mich getötet. Da war doch noch wer oben, Alter. Was steht hier? No stream item for you. Oh mein fucking Gott, Alter. Nur Spieler. Nur Spieler. Überall, wo du hinguckst, Mann. Kann man diese Map mögen? Wie kann man sie mögen? Es geht mir nicht in den Kopf.
Todele. Das waren tatsächlich jetzt das erste Mal so viele Raider, dass sich der Raid gelohnt hat. Ja, meine Freunde, und damit endet hier die Streamer-Challenge. Trotz allem habe ich mein Bestes gegeben, um in der Zeit, die ich als Casual-Spieler zur Verfügung hatte und den einen Tag, der mir komplett fehlt, trotzdem zu schauen, wo ich wohl lande. Und zu meiner Überraschung lief es gar nicht mal so schlecht. Ich habe immerhin Platz 573 von um die 1400 geschafft, was mich echt zufrieden stellt. Persönlich wäre ich einfach nur froh gewesen, unter den Top 1000 zu sein, aber so war das Ganze dann am Ende dann doch für eine erfreuliche Überraschung gut. Die genauen Punkte, die ich gemacht habe, könnt ihr hier gerne auf dem Scoreboard sehen, das ich euch einblende, oder auf der Escape from Tarkov Homepage. Ich möchte euch an dieser Stelle danken, dass ihr mich so fleißig unterstützt habt mit eurem Mitfiebern im Chat und bei den YouTube-Videos dazu. So, und nun, da die Reise der Streamer-Challenge vorbei ist, möchte ich natürlich dem Gewinner Timothy, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, meinen Glückwunsch aussprechen und hoffe, dass er mit den Devs ein geiles Item entwirft. Und für die anderen sage ich nur, die Flucht ist noch nicht vorbei, also bis zum nächsten Raid, Stream oder YouTube-Video. Ich freue mich auf euch, danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.